Aber du meinst jetzt, wenn ein Mann zum Beispiel eine Tochter und einen Sohn hat und seine Frau und er stirbt, dann bekommt der Sohn doppelt wie eine Tochter. Erstmal derjenige, der das entschieden hat, ist Allah und nicht wir. Das kommt nicht von uns, sondern das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Weisheit dafür. Grund, was ist der Grund? Allah hat das bestimmt. Fertig, Punkt. Was ist die Weisheit? Pass auf. Wenn ein Mann heiratet, dann muss der Mann Morgengabe der Frau geben. Der muss der Mann für die Familie sorgen. Der Mann muss alles für die Familie machen. Die Frau nicht. Nach unseren Barakallahu fikum Familien, sage ich jetzt Regeln, nach islamischen Familienregeln, die Frau braucht nicht zu arbeiten. Die Frau gibt dem Mann keine Morgengabe. Die Frau darf ihr Vermögen behalten. Deshalb, wer zahlt das Ganze und wer macht das Ganze? Der Mann. Und weil der Mann diese Verantwortung trägt, könnte als Weisheit sein, dass der Mann mehr bekommt. Aber das heißt nicht, dass dies der Grund ist. Der Grund ist eine Regel, die Allah uns gegeben hat. Und Allah weiß am besten, was für seine Diener am besten ist. Deshalb nicht denken, dass das immer die Männer mehr bekommen. Und dieses Thema Familien- oder Erbe Recht, Barakallahu fikum, das ist kein Thema, was man immer, sage ich jetzt, dass wir uns damit immer beschäftigen. Deshalb bei vielen Themen, wenn man solche Fragen bekommt, zum Beispiel, was bekommt man mehr, in welchem, da muss man sich erstmal vergewissern, weil man das nicht immer hat. Wallahu ta'ala ala wa alam.